60 Minuten die bessere Mannschaft. Allerdings fehlte es dem Gastgeber vor dem Tor an Glück und an Kaltschnäuzigkeit. Anders der Tabellenführer, der seine erste aussichtsreiche Standardsituation gleich zu nutzen wusste. Matthias Fetsch mit dem 1:0 nach 63 Minuten. Kumbelas Vorarbeit von Fetsch unkonventionell mit der Brust verwandelt. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Sandhausens Trainer Dotschev wegen Meckerns von Schiedsrichter Steinberg des Feldes verwiesen. 5 Minuten später folgte ihm Roland Behnschneider, der für dieses Foul an Bellarabi gelb-rot gesehen hatte. Eintracht Braunschweig nutzte seine numerische Überlegenheit. 85. Minute, Franjic mit dem 2:0, sein 5. Saisontor. Allerdings auch dank der Mithilfe von Torwart Jean-François Kornetzky. Für die Eintracht ein wichtiger Sieg und ein weiterer Schritt Richtung zweite Liga.